Freunde der gepflegten körperlichen Ertüchtigung, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt kurz nach 6. Wir sind mit Mountainbikes unterwegs auf den Weg zum Bahnhof. Da geht es jetzt mit dem Zug bis nach Gleis und dann zu Fuß und mit dem Rad weiter Richtung Säuernspitze. Also, wir sehen uns gleich im Zug. Jetzt am Völkerschlachtdenkmal vorbei. Wenn ihr nicht wisst, was es damit auf sich hat, dann guckt mal in das Video von meinem Marathon. Da ging die Strecke bisher raus und dann wurde gewendet. Heißt also 7 Kilometer auf dem Rad sind um. Und da vorne ist der Bahnhof. Da gibt es dann erstmal Frühstück und da ist es hoffentlich trocken. Die Bahnhofsromantik. Richtung Mittenwald unterwegs und freuen uns gerade richtig über die Sonne, denn es hat ja gerade noch schön geregnet, aber das sieht doch schon besser aus. Erste Verpflegung nach 7 Kilometern. Gibt erstmal einen Kaffee und hier das Ambiente genießen. Ah. So fühlen sich gerade 19% an. Man wird es nicht sehen, aber man merkt es. Jetzt auf 1300 Meter. Boah, das ging jetzt fast einen Kilometer. Ganz gut steil. Immer so mit 14, 15 bis 20%. Ja. Jetzt pumpt mein Herzchen ganz schön.
Jetzt hier mit 5 km/h hochleiern. Jetzt flacht es kurz ein bisschen ab. Ich denke, dass da die Fischbachalm ist. Müssten noch so 500-600 Kilometer Kilometer. 500-600 Meter Wegstrecke sein. Aber Wetter ist aktuell spitze, guckt euch das mal an. Genial. Als wir mit dem Zug hier angefahren sind, hat es ja schön geregnet. Auch heute früh bis zum Zug. Und jetzt hier ausgestiegen und sogar immer mal blauer Himmel. Das fetzt. Auch jetzt zum Hochfahren braucht es nicht wärmer sein. Die Luft ist eh feucht genug. Und da kommt man auch so gut ins Schwitzen. Erstes Zwischenziel, Fischbachalm. Da ist sie, 1402. Meine Uhr zeigt 1398. Könnte hinkommen. Da verstecken sich noch 4 Meter. Gucken wir, unser Ziel müsste dann da in den Wolken liegen. Oder es geht nach rechts um die Ecke weiter. Da bin ich mir gerade gar nicht so richtig sicher. Aber hier müsste jetzt der Lakaiensteig hochgehen. Da unten am Schild. Aber wir rollen noch ein Stück weiter. Und fahren noch zu den Seen weiter. Buh, 100 Meter abgefahren. Ja, oder 50, 150. War jetzt doch ganz schön kalt an den Ohren. Und an Beinchen sind nur 10 Grad, aber jetzt geht es weiter bergauf. Also da oben, wo der Wasserfall ist, da müsste es jetzt hingehen für uns. Mal sehen, wie weit wir hier kommen mit dem Rad. Da auf der Karte sind noch ein paar Serpentinen eingezeichnet. Ich glaube, die können wir nicht fahren. Ui, 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 ui. So, jetzt hier Materialseilbahn vorbei. Jetzt wird es etwas technischer. Mal gucken, wie weit es geht mit Fahren. Hopp, hopp, hopp. Also das ist definitiv gerade eine ganz gute Challenge hier hochfahren. Hier ist gerade ein Stück, was wieder geht. Aber sonst sind recht große Felsblöcke und Wurzeln. Ich muss jetzt wieder die zweite Hand an den Lenker nehmen. Ja, nach langem Kampf jetzt doch schieben. Da kommt der Felix um die Ecke. Da unten ist der Weg, den wir jetzt lang kamen. Und das geht jetzt da so in Serpentin bis da oben raus. Also da müsste es dann erstmal wieder zu Ende sein. Deswegen nennt sich das Ganze ja auch Bergwandern. Radwandern, sorry, nicht Bergwandern. Radwandern. Ehrlich, da unten liegt der See drin. Oben hängen noch ein paar Wolken. Der Schnee. Das taugt mir. Fahrräder sind jetzt abgeparkt. Da unten am Säuernhaus oder Säuernhütte. Da sind wir uns nicht ganz einig. Mal gucken. Nochmal auf die Karte, wie das Ding richtig heißt. Auf alle Fälle geht es jetzt zu Fuß weiter. Und jetzt habe ich den ersten Gipfel trotzdem wieder vergessen. Schötteltal.
Spitze. Schüttelkarspitze. Und dann weiter Säuernspitze. Man sieht es gerade nicht, aber da hoch und dann geht es einmal im Bogen und wir kommen wieder hier runter. So, jetzt sieht man das doch noch mal ein bisschen schöner. Da unten die beiden Seen. Geht jetzt als erstes auf den Berg hoch. Da sieht man schon ein schönes Gipfelkreuz. Und dann oben über den Grat. Ich weiß gar nicht, ob der noch mit dabei ist. Und dann da wieder runter. Und dann kommen wir da wieder zum Haus. Ist jetzt um eins. Müssen wir zeitlich sehen, ob sich das ausgeht. Bis zur ersten Spitze war jetzt anderthalb oder 1,45 angestiegen. Aber wir packen es. Da oben guckt das erste Gipfelkreuz raus. Sind auf knapp 2000. Das fetzt. Hat aber wieder einen Blick schön hier in das Tal rein. Da unten zu den Seen. Und das, was bei uns jetzt noch vor uns liegt. Wir haben jetzt mit der Zeit mal ein bisschen durchkalkuliert. Ja, sind jetzt ganz schön hier hochgerannt. Also unten von der Hütte jetzt eine halbe Stunde bis hier hoch. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich komme jetzt hier in die Suppe, aber es ist immer noch gut warm. Man sieht, auf der Seite ist es klar, aus der kommen wir, und auf der anderen Seite zieht der Nebel rein. Warum mache ich eigentlich Fotos angefilmt? Wir waren jetzt kurz am Gipfel oben, sind schon ein paar Leute. Für uns geht es jetzt hier auf halber Höhe in den Nebel rein und dann ist jetzt der Rundweg hier nicht mehr erkennbar. Mal gucken. Oben jetzt nochmal die Schüttelkarspitze. Sollte eigentlich eine Stunde 45 bis da hoch dauern. Ja, wir waren ein bisschen was mehr als eine halbe Stunde unterwegs. Haben wir also ein bisschen Zeit aufgeholt. 1000 Vertikalmeter, oder? Ja, aber ich weiß immer noch nicht, welche Einheit mir diese Uhr damit demonstrieren will. Vertikalgeschwindigkeit, das muss ich mal noch rausbringen. Vertikalgeschwindigkeit 1000 stand jetzt da. Ja, ja, jetzt geht's hier weiter. Erstmal auf der Höhe zum Luft holen. Cool, da nochmal die Ödkar-Spitze. Da. Nee, aber war das jetzt richtig, Ödkar? Schüttelkar. Schüttelkar. Ja. Irgendwann werde ich lernen. Schüttelkar.
Da kann man noch mal gucken. Da unten müsste das Fahrrad noch stehen, hoffentlich. Wir haben gerade gescherzt, dass da einer mit unserem Fahrrad losfährt. Sind dann da die Serpentinen jetzt hier hoch bis da auf den Gipfel, da von hinten rum, und jetzt geht es hier über den Grat, jetzt wieder einfacheres Gelände weiter. Da drin liegt der Weichensee und da sieht man den Weg, den wir hochgegangen sind, da die Serpentinen. Und dann da oben auf das erste Gipfelkreuz. Super, und jetzt geht's hier weiter zum nächsten. Da aufi. Natürlich. Da, jetzt hat sie mir den Hintern zugedreht. Da stand gerade eine Gams. Jetzt ist sie weg. Habt ihr sie noch gesehen? Da oben guckt sie. Aktuell hat mir eine wunderbare Fernsicht. Leute, guckt es euch an. Da unten irgendwo steht unser Fahrrad. Hoffentlich steht es noch. Ja, jetzt ganz schön gerannt. Und da unten vom Abzweig bin ich jetzt 10 Minuten unterwegs. Da standen 35 Minuten dran. Aber da ist das Gipfelkreuz. Wir müssen jetzt hier ein bisschen auf die Tube drücken. Immer noch im Hinterkopf halten, dass unser Zug ja wieder zurückfährt. Jetzt ist es 15.20 Uhr. Um 7 geht der Zug. Wir werden jetzt nochmal 2 Stunden bis zum Fahrrad brauchen. Und dann müssen wir halt auch noch runterfahren. Das ist ein sogenanntes Rotkopfberghuhn. So, jetzt Abstieg. War jetzt 1800 Höhenmeter haben wir jetzt gemacht, sind jetzt auf 2200 und jetzt geht es wieder runter bis zum Rad. Mal gucken, jetzt haben wir schon gesehen, wir müssen da über ein Schneefeld drüber, oder 2 oder 3 waren es kleinere. Mal gucken, dass wir die gut meistern in unseren Ballettschuhen. So, für uns geht es jetzt hier, wo ist denn mein Finger? Da, für uns geht es jetzt hier über die Schneefelder da runter und da unten das Haus, da oberhalb vom See. Da steht unser Fahrrad, hoffentlich noch. Bis dahin sind jetzt 2 Stunden angeschrieben. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Das ist heute Rekordaufstellungen. Wir brechen jede Zeitvorgabe. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt, aber da herrlich, der See liegt da wunderbar drin. Also, wir haben jetzt ganz schön runtergequält. Das eine Schneefeld haben wir jetzt weggelassen, dafür über den Schotter. Aber da oben, das war schon, vor allen Dingen mit den Schuhen, ganz schön slippery. Da ging es gut ab. Aber jetzt haben wir schon gut an Höhe verloren. Da, wie gesagt, das Haus, wo wir jetzt hin müssen. Und dann abwärts. Der geneigte Wintersportler bevorzugt natürlich lieber den Schnee als Abstiegsvariante. Ja, mit dem Baden geht sich jetzt leider nicht mehr aus. Wir haben das Ziel, um 5 da an der Hütte zu sein. Wir müssen jetzt noch ein paar Höhenmeter wieder aufsteigen. Sonst wäre ich natürlich gerne jetzt hier nochmal reingegangen.
Aber das ist, glaube ich, so kalt. Fängt jetzt auch leicht zu regnen an. Wir hoffen, dass das bloß ein paar Tropfen sind hier oben. Sieht eigentlich schon wieder besser aus. Und dass wir jetzt nicht im Regen berg runterfahren müssen und dann nass im Zug ankommen, das wäre nicht so toll. Aber sonst echt schön da. Bin jetzt genau zwischen den Seen. Und da hinter den Bäumen liegt der andere. Schon herrlich, da drückt es jetzt ein bisschen schlechtes Wetter rein, aber unmittelbar daneben kommt die Sonne durch. Wahnsinn, guckt euch das an, wie klar das ist. Da, die kleinen Fischlis drin. Grüßen wir hier die gelben Blumen unter Wasser wachsen. Well, quick. Oh Gott. Wir sind jetzt wieder an der Fischbachalm. Da ist sie. Jetzt noch mal kurz hier Wasser getankt, obwohl da steht kein Trinkwasser. Wird uns nicht umbringen. Abfahrt war ganz cool. Bin bloß gestürzt und hab mir meinen Wahoo weggerissen. Das ist jetzt etwas ärgerlich. Naja, mal schauen, wie wir das wieder repariert und gelöst kriegen. Felix hat es auch geschafft. Von hier geht es jetzt bis Gleis. Sind jetzt wieder unten an der Isar angekommen. Da, wo wir heute Morgen da den Kaffee getrunken haben. Ja, Abfahrt herunter war nochmal speziell. Hab mal eine Kurve noch ein bisschen unterschätzt und wäre fast in die Botanik abgerauscht. Naja, hat alles gut geklappt. Ich weiß nicht, was vorhin noch drauf war. Der Akku ist zwischendurch alle gegangen von der GoPro. Aber jetzt haben wir eigentlich das Größte noch oder geschafft. Ist jetzt kurz vorm 6 oder nach 6. Irgendwie so in die Drehe. Der Drehe. Ah, nichts mehr gut Deutsch. Ja, wir packen es jetzt. Machen es hier noch ein bisschen frisch. Und dann geht es nach Gleis weiter. Wir sind jetzt eben in Grün. Da in den Zug. So, jetzt gibt es auch noch mal blauen Himmel. Nachdem es bei der Abfahrt noch mal ein paar Tropfen geregnet hatte, wird es jetzt auch noch mal schön.
Also für uns geht es jetzt an der Bundesstraße noch mal vor bis zum Bahnhof. Mal gucken, ob wir noch was zu trinken kriegen jetzt für die Zugfahrt. Ein halbes Bier. Ja. Ein herrliches Panorama. Da oben ist das Gipfelkreuz von unserem ersten Gipfel heute. Zum Wohl.